Mein Name ist Ralf Witthaus. Ich bin bildender Künstler, Zeichner. Ich arbeite im öffentlichen Raum und ich zeichne in Rasenflächen Dinge über die Orte, die in ihnen versteckt sind, die in der Geschichte und in der Architektur sich verbergen. Und ich zeige Sozialverhalten von Menschen an Orten und Dinge, die einfach besonders sind. Als ich ein 7-jähriger Junge war, habe ich meinen Vater gefragt, Papa, wo kommt man an, wenn man unter unseren Füßen bohrt? Und der hat zu mir gesagt, Neuseeland. Das stimmt natürlich nicht, da kommt irgendwo ein Ozean heraus. Aber das hat mich tief beeindruckt, dass man unter unseren Füßen buddelt und dann irgendwo kommt man dann in Neuseeland raus. Aber wo kommt man eigentlich an? Und das ist etwas, das werde ich bei diesem Projekt zeigen und die Landschaft, die neuseeländische Landschaft hier darstellen und eben den Bauernhof hier als Zeichnung, als Grundflächenzeichnung mitnehmen nach Auckland. Also wir messen es ganz einfach mit Messband ab. Wir benutzen so ein Rollmesser, mit dem man sehr genau größere Distanzen auch ausmessen kann und markieren es eben alles mit Leuchtfarbe. Das ist leider sehr kompliziert, weil vom Mittelpunkt des Bohrlochs kann man nur gut ein Viertel des Kreises einmessen. Und das ist jetzt ein ziemlich schwieriger Prozess herauszufinden, wie kriegen wir jedes Ende auch wirklich tipptopp eingemessen. Die Kooperation mit Ralf Witthaus ist entstanden aus einer Einladung zu einer Ausstellung, die wir im nächsten Frühjahr erst eröffnen. Und wo klar war, dass eigentlich dadurch, dass wir eine Museumsausstellung machen, wir einen Bereich im öffentlichen Raum brauchen, der etwas größer gedacht ist als eine reine Ausstellung. Auch wenn meine künstlerische Technik Rasenmäherzeichnung heißt und wir auch ein Rasenmäher dabei haben, so ist doch das Hauptarbeitsmittel sind Motorsensen. Weil mit Motorsensen können wir bis zur Grasnarbe herunterschneiden und haben so einen ganz klaren Kontrast zwischen Braun und Grün. Und das Schöne an diesen Zeichnungen ist, dass sie halt nach 2 Wochen wieder zuwachsen und man einen temporären, großflächigen Eindruck einer Zeichnung hat, aber eigentlich an dem Ort sich langfristig dann doch gar nicht so viel verändert, außer dass die Bedeutung des Ortes ein anderer geworden ist. Es ist ein ganz anderes Kunstprojekt wie das, was man aus einem Museum kennt. Das ist eine Galerie. Es ist ein Projekt, das ergibt sich an einem Ort, zu einem Zeitpunkt, mit all den Menschen, die da sind. Meine Arbeiten sind ja nicht so gestrickt, dass jeder, der kommt, sofort weiß, was da passiert. Und natürlich stehen die da und sagen, was jetzt Bohrloch, internationale Rasenschau, was ist das denn jetzt? Und genau das ist eigentlich das, was ich will. Dass die Leute nachfragen, dass man in ein Gespräch kommt und dass sich dann etwas entwickelt.
mit 9 Leuten hier rüber geflogen. Ein Fotograf, Harald Neumann, ist dabei. Also 8, die helfen. Und dazu kommen noch neuseeländische Helfer hier vom Botanischen Garten. Freiwillige, die Lust haben, einfach mitzumachen, die so am Flatterband stehen, einfach dabei sind, spontan Helfer. Und so schaffen wir diese 700 Mannstunden, die hier anfallen. Das ist so das Maximale, was ich mir vorstellen konnte als nächste Herausforderung. Jetzt haben wir es gemacht, aber ich habe auf dem langen Weg hin nicht genau gewusst, was passiert. Es gab eine Grundidee und alles Mögliche hätte passieren können. Und alles, was auf diesem Weg ist, gehört zur künstlerischen Arbeit. Und es verlangt mir immer wieder ganz viel Mut ab. Und vor allen Dingen verlange ich anderen Menschen ganz viel Mut ab, da mitzumachen. Es ist eine kommunikative Situation, die eigentlich in allen Projekten zum Ausdruck kommt, die wir in unserem Berufsleben natürlich nicht haben. Bei uns zählt die Zeit, die Präzision. Hier zählt das gemeinsame Zusammensein auch. Ich denke, dass wir ganz viele Leute hier mit eingezogen haben und dass so nach und nach wirklich was ganz Tolles zwischen all diesen Menschen passiert ist. Internationale Rasenschau 2012. The Appointment, das Bohrloch nach Neuseeland. Viele konnten sich anfangs gar nichts darunter vorstellen, was da passiert und wie das am Ende aussieht. Und jetzt ist die zweite Rasenmäherzeichnung da und es ist ganz klar. Es ist begehbar,